Ich bin in diesem Atelier seit 1953 und hier ist alles Farbe. Ich bin Farbe und hier existiert ein Maler. Ich war zuerst kein Maler, sondern ein Zeichner. Ich habe den Strich gearbeitet, der Strich war mir wichtig. Und es gibt solche Zeichnungen noch immer zur Ansicht, wo der Strich das Dominante war. Und dazu muss ich sagen, dass ich ja in der Malerei ein Autodidakt bin. Ich habe weder die Akademie noch die angewandte Kunst gemacht, sondern ich war Autodidakt. Ich habe mir alles selber beigebracht. Und das ist bis heute, mache ich mir meine Ölfarben selber. Ja, und inzwischen wurde man dann einigermaßen auf mich aufmerksam. Es kam dann die Galerie Würtle, war die erste. Das war da habe ich einen großen Zugang gehabt beim Professor Wotruber, dem Bildhauer im Prater unten. Und die ganzen Kollegen und Freunde waren aus dieser Schule rekrutiert. Ich habe ihnen die Bilder gezeigt und er hat gesagt, wir machen sofort eine Ausstellung in der Galerie Würtle. Und da war er der künstlerische Ratgeber. Die Galerie gehörte einem Schweizer Sammler. Dann kam die Galerie St. Stephan unter Monsignor Otto Maurer. Das war das erste Mal, dass er in ein Atelier gegangen ist, um sich die Sachen anzuschauen. Nicht? Ich habe dann schon sehr große Arbeiten gemacht und er war da. Und er hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass Sie Maler sind, lange Zeit, bis Sie mir das jetzt gesagt haben. Ich habe geglaubt, Sie sind Rechtsanwalt. Ich meine schwarzen Brillen schon getragen habe. Wenn ich für mich hingebrütet habe oder beziehungsweise meditiert habe, dann habe ich mir ja eine Vorstellung gemacht, wenn auch eine sehr dumpfe Vorstellung, nicht? Bis es zum Malen gekommen ist. Und zum Malen gekommen ist es dann, bis ich in den Farbtopf gegriffen habe und auf der leeren Fläche, so wie ein Schriftsteller auf das leere weiße Blatt irgendwas zu formulieren beginnt, habe ich auf der leeren Leinwandfläche zu formulieren begonnen. Dann war das Denken beendet, da war kein Denken mehr dabei, sondern es war die Tätigkeit des Malers. Ursprünglich waren die Bilder der 60er, 70er Jahre ziemlich flach. Ich habe dann begonnen, diese Flachheit faktisch umzubringen. So eine reliefartige Malerei zu beginnen. Das heißt, mit viel Sand oder mit Holzmehl, sehr gemischt, es wurde sehr breiig und das war für mich das Malen, also das Machen fast handgreiflich, nicht? Und ich war immer bei der Ölfarbe. Die Ölmalerei ragt in die Tiefe, gibt ein System in die Tiefe, was die Acrylmalerei nicht tut. Es liegt an der Oberfläche, du kannst es fast wegkratzen, nicht? Oder wegreißen. Das ist die Ölmalerei und der bin ich wahrscheinlich bis zu meinem Leben lang treu, so es noch in 10 Jahren Pigmente gibt, die ich noch verwenden kann. Ich war ja in den 60er Jahren, habe ich eine Tätigkeit gehabt bei einer Weltausstellung in Montreal in Kanada. War dann kurzfristig in New York, war zu der Zeit der Pop-Art, das war schon im Ausklingen, aber immerhin habe ich sie noch inhaliert, nicht? Das habe ich in Wien, wie ich zurückgekommen bin von New York,
in Wien weiter praktiziert. Und das war das erste Mal, wo ich Acryl gemalt habe. Und das war noch flacher, als ich wie die Ölfarben in den 60er Jahren flach gemalt habe. Noch flacher. Und das war mir dann, das ist mir ein, zwei Jahre gelungen und nicht uninteressant gelungen, aber es war mir zu flach. Jedes Jahrzehnt hat etwas Neues gebracht. Eigentlich habe ich mich nie zufrieden gegeben mit dem schon Vorangebrachten. Zuerst war die Zeichnung, lange Jahre. Die Zeichnung war eigentlich immer, bis jetzt auch noch, nicht mehr so intensiv wie früher, wie in den 50er Jahren oder in den 60er Jahren. Und dann kam die Malerei und die war mit der Zeit von der Ansicht, von der Wirklichkeit oder von der Gegenständlichkeit immer mehr entfernt und entfernt, bis sie eine abstrakte Weise bekam. Es gibt ein Bild, das ich herzeigen kann, es hängt da draußen im Vorzimmer. Das erste Bild, was ich gemalt habe, war ein Landschaftsbild, ein niederösterreichisches Hügelland, also abhängig von der Ansicht, von der Wirklichkeit, nicht? Aber schon in großem Maße geometrisch oder abstrahiert oder abstrakt gemalt. Nicht? Keine Darstellung mehr. Es waren leere Flächen mit Faltungen. Die Faltungen war ein wichtiger Teil meiner Arbeit, nämlich die Faltung. Ich hätte es bei der Fläche, bei der monochromen Fläche belassen können. Aber die Faltung wollte ich hineinbringen, so wie ich heute wieder in die abstrakte Fläche ein Thema geradezu oder thematisieren will. Die abstrakte Malerei thematisieren, ist eine schwierige Geschichte natürlich, nicht? Weil die abstrakte Malerei heute ja sehr dekorativ geworden ist. Ne? Dann kam die 80er Jahre, da war ich ziemlich aggressiv, ziemlich malerisch, aber aggressiv. Also ich will nicht vorweg sagen, dass ich von nichts mehr beeinflusst bin. Man hat mir mehrere Male gesagt, ich bin von Mark Rothko, ursprünglich Rothkovich, aus Russland gebürtig, beeinflusst, habe auch erst in sehr später Zeit in der Galerie Bajela in der Schweiz eine Rothko-Ausstellung gesehen. Vorher vielleicht in irgendwelchen Abbildungen und Zeitschriften und so. Aber direkt ein Werk habe ich erst sehr spät gesehen, nicht? Und deswegen kann ich nicht sagen, ich bin beeinflusst, sondern ich habe nur einen ähnlichen Weg vielleicht beschritten, einen ähnlichen Weg, gehe aber von diesem Weg weg jetzt.